aber so das zurück bei Minecraft. So. Wir bankrottet das Dach. Ich bin da gar nicht so risch. Das ist erstmal nur prototypenmäßig unterwegs, Junge. Ich brauche eine andere Buchse, merke ich gerade. So. Warum ich das merke? Ganz einfache Sache. Ich habe so eine Schlapperbuchse an und ist beim Sitzen echt ein Hindernis. So, warte mal. Ich wollte jetzt eigentlich mal gucken, wie das aussieht, wenn wir das so machen. Eigentlich gar nicht mal so, jetzt nicht. Wie machen wir das jetzt hier? So ungefähr noch. Können wir ja nicht drei weitergehen, weil das dort so ist. Hier noch mal eine Reihe weitergehen, ja. Und hier drauf kommt ja jetzt die Halben. Da kommen jetzt die Halben drauf. Genauso wie eigentlich hier, ne? Eigentlich müssten die halt mehr dort drauf, weil, und hier müsste eigentlich nochmal eins weiter vor. Ja, keine Ahnung, die. Und hier wird dann quasi so zugemacht. Ich weiß zwar noch nicht ganz, warum das jetzt so hier aussieht, aber ich weiß nicht. Rein theoretisch müsstest du jetzt hier noch ein Dings runter machen. So von der Mitte aus hier. Ich müsste jetzt hier so ein Loch neu machen und dann hier so zack. Loch neu. Zack. Loch neu. Zack. Loch neu. Dann irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen andeuten hier, dass das irgendwas zu sorgen hat hier.
Wenn du hier einfach so machst, doppelt drauf, so. Da fehlt ja gleich mal einer. Mächtiger, also das wisch mir. Ja, oh, gar keine mehr. Wir müssen uns auf jeden Fall rote Farbstoff machen und dann erstmal hier Dings machen. Dings der Bumster und so. Das müssen wir erstmal ziehen hier. Und hier kommt ja nochmal Wand hin. Das muss so am besten, ne? Ich weiß noch nicht, wie das wirken soll, aber ja. Machen wir erstmal wieder roten Granit-Dings, den Booster. Hier können wir erstmal. Haben wir das jetzt gemacht? Das hier ist ja eine Stiefel. Das ist eine Stiefel. Also das wird erstmal so, also das geht erstmal weg, da haben wir hier nochmal, dann kommt hier nämlich eine Stufe drauf, dann kommt hier nämlich erstmal so. Bis hierher. Das geht bis zur Stufe. C3 und dann kommt hier nämlich die Stufe. 1, 2, 3 und hier kommt die Stufe. 1, 2, 3, hier kommt dann die Stufe. Und hier kommt das hier. Eigentlich jetzt mal gerade. So, dasselbe machen wir hier. So. Die Stufe hin. So. Und dann ist hier eigentlich bloß noch so. Gut, wir brauchen es so erstmal Material. Von innen würde ich das dann ein bisschen verkleiden. Also dass halt das Rote dann nicht ist, wisst ihr, ich meine. Ja, vielleicht mit Quarzstufen, hä? So, und jetzt holen wir uns noch ein bisschen Dings. Dings der Bums. Guck mal, hatten wir hier den roten Bauchschuss mit hier oben. Ah, hier ein bisschen was hat man noch da, ja. Ah, das ist schon nötig. Gehen wir gleich schlafen.
So. Dann möchten wir zum Dings gehen. Zur Schmiede. Zur Eisenmelzsaison. Und uns etwas roten Farbstoff organisieren. Dass wir den normalen Keramik alles umkraften können und das Dach fertigstellen können. Und dann, ja. Möchten wir ein paar offene Schräge hier hochbauen. Natürlich richtig gut, wenn wir das so machen müssen. Ist überhaupt irgendwas hin? Da kann der erstmal weg hier alles, ja, sag ich. Machen wir erstmal was. Nehme ich schon der Ferne mit rotem Dach halt ein. Sag was, finde ich. Ja. Sieht alles schon wieder aus. Das Halbdach hier, das halbrunde Dach haben wir eigentlich auch so. Da haben wir keine Anleitung gebraucht. Und gar nicht mal so schlecht. Thank you.
das Wort mit dem Holz sieht schon mal so schlecht aus. Schieß englisch Sorgen. Jetzt hier noch ein paar Siegelchen. Damit das ein schickes Bild ergibt, ne? So. Man hätte halt, sagen wir mal, das mal so. Hättest du jetzt nämlich hier auch anfangen können und die Runde hings herum ziehen können, ne? Dann hättest du hier so. Zack. Hättest du hier oben wieder angesetzt. Wieder hier noch, jetzt wieder so, zack, zack. Jetzt ist wieder so gehabt. Dann hättest du hier nämlich dann deine Dings setzen können. Ja, das ist falsch hier. Das der hier ist falsch. Warum auch immer der hier falsch ist. Aber der ist richtig. Der ist auch falsch. Zack.
ist dann halt ein bisschen anders. So. Jetzt müsste hier eigentlich bloß noch. Ja, nicht, das ist da drüben gemacht. Aus. Jetzt mal halt was drin. So. Wie hat man das jetzt drin gemacht? Du kommst so in der Truff. Aber für die Folge soll es das erstmal gewesen sein. Geronimo! Ja. Gehen wir mal schnell hier hoch. Und schauen uns das mal an, das Gesamtprodukt. Licht ist natürlich noch ein bisschen besser, aber für heute soll es das erstmal sein. Ja, man kann das so machen. Die vordere Front müssen wir natürlich noch ein bisschen schicker machen. Das Dach ist das erstmal das Hauptziel, was wir machen müssen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Und ich sage ciao. Mit V. Tschüss.